Herzlich willkommen zu Folge 6 von Banished. Hier ist wieder euer UFO-Mann, der Mann fürs Grobe. Nicht der Mann fürs Grobe, also wirklich der Mann fürs Grobe. So, wir sind hier dabei, noch weiter zu ackern. Uns fehlt Holz, 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 Holz. Das ist unser Problem. Wir haben gerade einen Holzengpass. Deshalb werde ich auch mal hier oben... Hier haben wir den Gatorer, den würde ich mal gerne... Na, wo ist er denn? Hier ist er. Den würde ich mal gerne Priorität hochsetzen. Okay. Wir brauchen viel mehr Holz. Und wir haben auch... Komm, wir werden jetzt mal hier noch ein paar zusätzliche... Es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht hier mit unseren Jungs. Na. So. Die sind nicht in der Lage, hier anständig Holz. Na, guck mal hier. Kann man auch noch alles mitnehmen. Und hier das Ganze hier. Alles weg. Da müssen wir sowieso die Stadt ein bisschen erweitern. So. Nahrung brauchen wir uns bis jetzt keine Sorgen machen. Ja, die Steine nehmt man ruhig alle mit. Oh Mann, so viel Laborer habe ich gar nicht. Vielleicht sollten wir auch echt mal... Wie viel Steine haben wir eigentlich? Na, mit 31 kommen wir auch nicht weiter. Ja. So, manch einer würde vielleicht jetzt schon einen Händler bauen. Aber ich habe nichts... Was soll ich mit dem Händler? Ich habe gar nichts anzubieten. Im Moment würde ich jetzt auch keine Nahrungsmittel... Guck mal, also mit den Steinen, das läuft ja ganz gut, würde ich mal sagen. Mal so oberflächlich gesehen. Guck mal, hier liegen auch schon ganz viele. Ich hoffe mal, das sind echte Steine. So, also wisst ihr, also nicht, dass es jetzt hier die normale Grafik ist vom Steinbruch, sondern dass es auch wirklich waschechte Steine sind. Ansonsten können wir hier noch ein... Warte mal. Hier dieses kleine Stockpile hier hinten hinbauen. So, guck mal. Falls sich hier mal die Steine ansammeln. Und dann fällt mir noch ein, bei der Gelegenheit, hier können wir noch ein Feld bauen. Wir werden mal noch ein Feld bauen. Was soll's? Was soll der Geiz? Und zwar, ich weiß mal noch nicht mit was. Ein kleines Feld machen wir hier. Zack. Sehr schön. Und das soll erstmal gebaut werden, okay. Wenn es fertig gebaut ist, können wir ihm sagen, was es für ein Feld sein soll. Wa? So, Steine werden langsam mehr, das ist schön. Hier haben wir diese Verbindung, okay. Wie sieht's aus mit Holz? Brennholz ist auch knapp. Eieieiei. Ich glaube, wir müssen jetzt echt den Schwerpunkt hier auf unsere Holzsammelaktion machen. Dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Ist ja auch gut und schön. Guck mal hier, wie schön das ist. Warum ist denn da was Rotes? Achso, das ist hier so ein Steinkran, ne? Ja, mach mal weiter. Ich werde auch bei Gelegenheit... Oh, Holz kommt auch schon. Komm, wir machen mal... Jetzt haben wir ja ein paar Steine. Jetzt können wir mal aus dem Vollen schöpfen und machen mal hier noch einen Stein weg. Ping. Ping. Stein weg. Jetzt mal hier diesen Fluss von der Nord-Süd-Achse. Ein bisschen... Ach, da ist ja schon ein Stein weg. Okay. Man könnte sogar so frech sein, dass man hier noch reingeht. Stein weg. Zack. Dann hier noch. Zack. Zack. Und zack. So. So, dann haben wir schon mal den Fluss. Ah, wisst ihr was? Ist das Ding hier schon fertig? Hier müssten sie doch schon angefangen haben, meine Jungs, ja? 26%. Klasse. Ich habe gerade wieder meine Steine verbraucht zum Großteil. Okay. Das müsste jetzt hier ein bisschen mehr flutschen, würde ich mal sagen. Hier schon den gebaut worden? Nee.
Wir haben immerhin vier Bauarbeiter. Mann, Leute, mit vier Bauarbeiter, da hätten wir damals eine ganze Pyramide aufgebaut nach dem Krieg. Ja? Was hatten wir denn damals schon? Ja, wir haben ja, na, wie war das nochmal? Wir haben ja Bücher als Schuhe genommen und Schuhe als Bücher. Oder so ähnlich. Ach nee, wir haben Zeitungen als Socken genommen und Socken als Zeitung. Oder so. Gut, okay, das war vielleicht jetzt nicht so lustig. Aber, ach, jetzt regnet es wieder. Och, ist das nicht schön. Es regnet. Und was haben wir nicht? Holz, wa? Jo, wir haben Holz wieder nicht. Witzig ist ja dieser bescheidene Google-Übersetzer. Der ist ja, wenn man da Logs eingibt, kommt halt immer Logs. Wisst ihr, Logs? So wie... Na, Berichte oder was auch immer. Aber er ist nicht in der Lage, mehrere Bedeutungen. Also, dass Log oder Logs Holz sind. Das kriegt der Google-Übersetzer nicht auf die Reihe. Ja. Habe ich erst in irgendeinem Let's Play gesehen, wo jemand dann sagte, ach, guck mal, Holz ist alle, wa? Ich dachte immer, was denn für Logs, irgendwelche Quests oder was ist los mit den Typen? Ah, guck mal hier. Das ist schön. Bau mal. Wir brauchen die Forester Lodge ganz, ganz dringend. Und wir brauchen auch neue Leute hier. Wir brauchen neue Leute. Ja, im Endeffekt setzt man dann alles hier auf höchste Priorität und das hat natürlich auch einfach, wenn man sich das so einfach dann macht. Haha, höchste Priorität. Häuser bauen, los. Und irgendwie soll, habe ich ja gehört, wenn man eine Schule baut, dann werden die wohl alle effektiver. Ist hier schon fertig? Dann arbeiten die effektiver oder so. Wie sieht es denn aus hier? Wir haben ja kein Holz, wa? Kein Holz. Viel zu wenig Holz. Warum der da hinten Brennholz? Vielleicht braucht ja der Steinbruch auch Brennholz im Winter. Und hier haben wir noch gar kein Stock-Dingsbums, Stock-Pillow. Haben wir noch nicht. Können wir doch hier noch eins machen, vorsichtshalber, wer weiß. Wenn man das da vielleicht zwischenlagert, dann können die in der Zeit mal was anderes machen. Guck mal hier, hier müssen wir so ein kleines, können wir noch ein kleines hinmachen. So. So, naja, warum denn nicht? Was ist denn da das Problem da dran? So, und du... Ja, guck mal, er ist ja fast fertig, oder? Er ist schon fertig. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. 72%. Was fehlt denn da noch? Werkzeug? Nö. Was denn? Läuft doch. Die sind doch fleißig hier, die Jungs. Guck mal, da will ich gleich mal gucken hier. Mitarbeiter des Monats. Wer ist denn das? Lilium Gender. Ein sehr glücklicher, gesunder Mensch. Er ist 40. Oh, cool. Für Mittelalterverhältnisse ist der ja richtig alt, der Kumpel. Falls ihr schon gemerkt habt, ich spiele die ganze Zeit hier nur auf Geschwindigkeit 2. Ja, man hat trotzdem Spaß. Man muss nicht immer so ungeduldig sein. Das ist, glaube ich, auch das... Oh, oh. Was haben wir denn jetzt? Sommer. Das glaube ich auch hier, wenn wir ihm mal sagen, was er hier machen soll. Wir haben Weizen, haben wir schon, dann machen wir jetzt Squash, was auch immer das ist. Ich weiß es nicht, was das ist. Okay. Jetzt, einer reicht mir da. Einer reicht mir da. Was haben wir, wie viele Farmer? Drei Farmer haben wir. Okay, reicht uns. Was hat er für ein Problem? Erntet er das Ding gerade ab, oder was? Kann sein, ne? So, hier schon voll, oder was? Oh, guck dir mal, wie die Dinger sich füllen. Ey, da wirst du ja irre. Hier bauen sie gleich Häuser, schätze ich mal. Loks immer noch low. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wir versuchen ja schon irgendwie... hier irgendwas hinzubekommen. Autumn heißt doch eigentlich Sommer. Nicht Scherz, Herbst. Jetzt ist so, jetzt fängt der Winter an. Verdammt nochmal. Jetzt brauchen wir natürlich auch keinen Farmer mehr. Dann holen wir die Farmer zurück.
Und hau mal nochmal bei den Forestern Wäsche rein. Ja. Und bei den Stonecutter, okay. Nee, warte mal, nicht so viele Stonecutter. Weil mir fällt gerade ein, ich muss mehr Holz noch abbauen. Holz, 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 Holz. Gibt's hier irgendwo... Na, guck mal, hier könnten sie noch, aber naja. Lass sie doch mal richtig ackern, Ufo, Mann. Ja, ja. Wir haben kein Feuerholz mehr. Ja, dann baut jetzt hier Holz ab. Oberste Priorität, meine Freunde. Holz, Holz, Holz. Noch mehr Holz, du böser Pursche. Hinab in den Kerker mit ihnen. Guck mal, die sind aber auch fleißig. Da müsste man normalerweise hier einen Weg. Aber wenn ich jetzt hier einen Weg baue... Mal gucken, ob man einen Steinweg... Wir haben 9 Stein. Ob man einen Steinweg ohne Bauarbeiter bauen kann. Das kam mir sowieso schon so komisch vor, dass man den da einfach... Gucken. Nee, aber so viel haben wir nicht. Na, guck mal, schau mal, na, guck, beim Steinweg, der muss nicht von Arbeitern gebaut werden. Doch, doch. Guck mal da hinten. Spionenauge aktivieren. Guck mal, da ist er. Hier. Komm, ich hab dich doch gesehen. Ich hab doch gesehen, wie du eben hier am Weg gebaut hast. Ah, da ist er wieder, guck. Okay, der muss also doch von Bauarbeitern eigenhändig gebaut werden. Hörbalist haben wir nur einen, okay. Gateway haben wir 6 von 8. Ah, die können jetzt im Winter auch nicht so viel machen. Oh, wo könnten wir denn jetzt im Winter noch ein bisschen aufstocken? Auf jeden Fall bei unseren Forestern, solange wir noch nicht genug Holz haben. Immer noch nicht. Oh Mann. Die werden sich hier bald den Arsch abfrieren. Habt ihr noch Holz im Inventar? Brennholz? Habt ihr ein bisschen was gesammelt? Ja, 65. Okay, die haben sich schon ein bisschen was zur Seite gelegt für den Winter. Guck mal, das sieht doch hier auch... Das hatte ich bestimmt schon markiert. Ja, ja. Mann, 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 ey, Leute. Das ist ja spannend. Wir haben kein Holz. Oh Gott. Ich schaff's auch nicht wirklich. Ah, ich könnte ja dem hier hinten, der fertig geworden war. Wo ist er denn da? Total eingeschneit, da sieht man die kaum. Dem könnte ich schon mal sagen, er soll cutten. Nicht planten. Oder weißt du was? Weißt du was? Vielleicht habe ich ja einen totalen Fehler gemacht. Enable. So, er soll nur cutten. Oder? Ich beide mache? Hm. Ich glaube, weiß ist aktiviert und hier Dings ist nicht aktiviert. So würde ich jetzt mal sagen. Es kann sein, dass er jetzt hier nur die Hälfte gecuttet hat, weil er die andere Hälfte gepflanzt hat. So, jetzt, wa? So, jetzt müsste es ein bisschen besser funktionieren. Also die Musik ist echt cool von dem Spiel. So. Ja, Leute, ihr könnt ruhig den ganzen Winter überbauen. Mein Problem ist nur, wie lange halten die Vorräte? Guck mal, hier ist schon einer, der friert. Ach du Scheiße. Mist. Kein Brennholz mehr. Jetzt, wenn wir jetzt Pech haben, haben wir jetzt den Bogen verpasst. Minus 7 Grad, okay, ist auch ein harter Winter. Mit Pech haben, haben wir jetzt den Bogen verpasst. Wir können jetzt nur hoffen, dass sie noch fleißig... Ah komm, wir machen mal die Bilder müssen weg. Wir bauen jetzt nicht weiter an den... Die sollen mehr Holz farmen jetzt hier. Hört auf, an den Wegen rumzubauen. Wir brauchen mehr Holz. Komm, es ist jetzt kein Spaß mehr.
Wir haben echt Holzprobleme. Oh Mann. Immer noch minus 7 Grad. Verflucht. Bis jetzt ist noch keiner gestorben. Oh Gott. Ah, die Folge ist schon zu Ende. Na, dann wollen wir mal bei der nächsten Folge sehen, wie es hier weitergeht. Ob uns die alle wie die Fliegen wegsterben oder ob wir hier die Kurve nochmal kriegen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich finde das super geil, dass ihr hier zu mir gefunden habt, zu Banished und mit mir zusammen das Spiel spielt. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage an dieser Stelle Tschüss.